vielleicht tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Tja. Da weiß ich mal ausnahmsweise auch nicht weiter. Tja. Ich weiß auch nicht, woher ich diese Uhr für die Postamtstelle bekommen könnte. Mir fällt da einfach nichts ein. Tja. Und wieder hier. Einfach nochmal den Stier reiten. Warum nicht? Ja. Nee. Ich lauf herum im Kreis und finde keine Lösung für mein Rätsel 3. Das war ein schlechter Reihe. Büro des Bürgermeisters. Ich habe das Gefühl, da habe ich noch was vergessen. Ich habe da gerade schon das Dingens gefunden, das. Sag schon, das Wasseremblem. Wasseremblem. Nein. Ist nicht wahr. Nein. Was ist denn das? Schlüssel. Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ist nicht wahr. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Wahrscheinlich eine Goldmedaille, mit der du aus der Anstalt ausbrechen kannst. Nass. Edna bricht aus. Ja, guck mal auf den Globus hier. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Schnapsschrank. Nee. Wir nehmen uns ein bisschen Schnaps. Cheers, Deponia. Ja, cheers. Ganz in dem Sinne. Das schmeckt wie der Hustensaft, den der Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Ja. Der Hustensaft. Sicher hat dir denn Dad Hustensaft gegeben. Ja, ich habe da so einen Verdacht, die mir das Rezept jetzt wahrscheinlich nicht bestätigt. Aha. Okay. Ich dachte. Hier runter waren wir heute noch nicht in diesem Part.
Ich weiß noch eine Stelle, wo wir an diesem Part noch nicht waren. Zurück in Tonis Bude. Da waren wir heute noch nicht. Autsch. Tja. Versuchen wir es hier mal. Einfach alle Winkel abklopfen. Zurück am Anfang. Klares Wasser. Sekunde, können wir das doch nicht. Können wir das mitnehmen? Können wir nicht. Sieht doch ziemlich heiß aus. Können wir uns davon was abfüllen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Putzen? Nee, ist nicht wahr. Wie sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Wir haben einen nassen Schwamm. Damit können wir entweder das Sofa putzen oder wir gehen raus zu dem Stier, zu dem Auto und putzen da mal die Scheibe. Das ist nicht wirklich die Lösung für die Sache. So, schleich mal um die Ecke. Einmal über den ganzen Screen bis hinter zu dem Tor, wo wir zu der Stierfarm kommen. Der Bulle und das Auto. Das ist wohl ein Fall für Cobra 11. Ha, ha, ha. So, jetzt können wir doch bestimmt... Muss das wirklich sein? Das muss. Aha, und nun? Ich bin fertig mit dieser Scheibe. Und was hilft das uns nun? Ach, okay. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouette und auf dem Fahrerschild steht Schnupsi. Dämlicher Name. Ja, ich geb's ja schon zu. Ich spiele hier mittlerweile nach Komplettlösung. Was bleibt mir sonst übrig? Bin ich verzweifelt durchs Bild renne. Und hier gar nichts finde. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Mein Schlüssel für mein Auto. Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Mein Autoname, ja. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Wenzel, glaube, Wenzel, Wenzel. Wenzel und Wenzel. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus. So viele Rufusse. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vielleicht heiße ich aber auch Toni. Mal nachdenken. Toni. Toni. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Aber vielleicht heiße ich auch... Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte jetzt sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist doch eindeutig... Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Eindeutig. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss...
muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Nachts im Bett lesen. Ich habe einen Schlüssel. Das lässt doch hoffen. Mit diesem Schlüssel können wir jetzt die Tür vom Auto öffnen, oder was? Ja, war ja nur eine Frage der Zeit. Oh, die Tür. Hebel. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Sie ist bereits offen. Und die Motorhaube, okay. Und da können wir jetzt mit dem Bohrer. Und wir nehmen uns einfach die Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen, aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Einfach mal bohren. Die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ja. Au. Yeah. Da spritzt es raus. Die Säure. Und die können wir jetzt abfangen mit dem Glas. Na, wundervoll. Aha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Och nö. Hat jetzt die Säure getrunken. Na, spitze. Und damit können wir doch jetzt sicherlich zum Lonnig heißt er, oder? Nein, Lonnig heißt er nicht. Hanek, nee, Hanek nicht, sondern Lonzo. Wie komme ich auf Lonnig? Ist noch alle irgendwo Lonzo. Ich habe eine energiereiche Flüssigkeit. Ist das Batteriesäure? Vielleicht. Für wen ist dieser Wachmacher noch gleich? Für die Liebe meines Lebens. Da kann man dir nur wünschen, dass du nicht lange lebst. Ich habe auch klares Wasser. Ich habe klares Wasser. Jo. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren es einfach damit. Als du das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Ja, wozu braucht man überhaupt einen großen Zeh? Ist doch eh nur da, um sich ihn zu klares stoßen. Klares Wasser. Es existiert wirklich. Kannst du es da einfach reinfüllen? Kaffeemaschine. Klares Wasser. Die Anleitung müsste jetzt voll sein. Klares Wasser. Klares Beleg. Haben wir doch hier was, wo, wann. Woran liegt's denn jetzt? Können wir vielleicht hier irgendwie erstmal die Sache reinfüllen? Geschlossenes Fach. Eine energiereiche Flüssigkeit. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Okay. Wie, was, wo, wann, warum? Klares Wasser. Es existiert, bevor es in den Tank da. Gemischt muss das Ganze werden. Gut. Gemischt. Ich will nochmal in Wenceslaus nachgucken. Einfach weil dort klares Wasser ist. Vielleicht können wir den Schnaps irgendwie mit dem klaren Wasser vermischen. Und da irgendwie was draus kriegen. Ach je. Nach diesem Let's Play. Wenn ich mit Deponia fertig bin,
Habe ich den Schnaps hier selber nötig? Ich will mit Wenzel. Tja, oder auch nicht. Okay. Okidoki. Müssen das Zeug noch mischen. Das ist hier ein Mission Impossible. Hahaha. Flachwitz des Todes. Tja, ich bleib da mal bei Lonzo. Mischen. Wir können kombinieren. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Sag nicht, das war's. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird... Dann könntest du doch jetzt das hier... Das ist schon mal keine Zutat für das... Ich finde, ich komme... Was... Ach so, hier das Stierblut, das Taurin kombinieren mit dem Wasser. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Alles klar. Das Kaffeepulver haben wir auch. Das heißt, wir haben jetzt alle Zutaten zusammen, um uns einen ordentlichen Espresso mischen zu können. In das Fach. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Nur, wo kommt es jetzt rein? Das kommt vielleicht dort unten rein. In den Tank damit. Jo, und das Pulver kommt da drüber. Das Pulver. Das Pulver habe ich schon mal. Rein ins Fach. Kiste zu. Das ist schon mal keine Zutat für... Ich finde, ich komme ganz gut voran. Ja, du kommst ganz gut voran. Aber du bist die Flüssigkeit noch nicht los. Da ist der Tank. Flutsch rein damit. So, das war's. Und los kann's gehen. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Na, ich auch. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Ein erhabener Espresso-Moment. Mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe! Da. Mehr Druck! Okay. Die Musik kenne ich. Aus Ätna bricht aus. Es werde grell. Anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Ui, ein kleines Lichtlein. Holla. Aua. Ja, könnte es. Unter Umständen. Ich gehe dann mal. Wir haben also eine Espresso-Tasse. Ein Espresso. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Joa, na dann mal.
auf ins Rathaus und verpassen wir der holden Maid mal ein kleines Aufwachgetränk. Na dann. Auf zu Gohn. Wecken wir sie auf. Ja, ich spreche mega, hyper, turbo, klastomatisch, Espresso. Auf geht's. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha, gewonnen. Mist. Okay. Was soll das werden? Das ist mit. Und wer ist du? Können wir ihr jetzt ernsthaft den Espresso nicht geben, weil der verdammte Gizmo uns die Sache blockiert? Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich würde gern Gohle wecken. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Hab ich. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Wir müssen den verdammten Gizmo loswerden.